Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Disney Dreamlight Valley. Ja, ich bin auf der einen Seite gut gelaunt, auf der anderen Seite, oh, ich bin schon wieder 2 Stunden oder so aus dem Spiel raus gewesen und muss wieder ernten, während ich euch begrüße. Es tut mir wirklich leid. Ja, ich habe auf der einen Seite sehr gute Laune aktuell, natürlich auch deswegen, weil ich jetzt hier weitermachen kann. Ja, mit dir will ich jetzt die Quest gleich starten, aber renn mir jetzt bitte nicht. Aua, renn mir jetzt bitte nicht hier dazwischen, während ich die Sachen gerade am Abernten bin, weil ich möchte erst ernten und dann die Quest starten. Dankeschön, Rapunzel. Ja, und ja, schlechte Laune kann man es nicht nennen, aber ich bin ein wenig traurig. Ich habe mich jetzt nochmal nach langer Zeit ein bisschen intensiver auf Pinterest rumgetummelt und ganz ehrlich, ich bin so traurig, wenn ich sehe. Also ich suche ein paar Inspirationen, um zu überlegen, wie ich das Ganze umstellen soll im Tal, also in diesem normalen Bereich. Und es sind so viele schöne Inspirationen da und ich habe so viele Sachen jetzt auch selber angepinnt auf meiner ja, Gameplayerinnen-Seite und habe dann schweren Herzens realisiert, dass ich mehr als die Hälfte von den Sachen, wahrscheinlich 2 Drittel oder mehr, gar nicht machen kann, weil so viele tolle Sachen aufgebaut wurden, wo ich noch nicht mal wusste, dass die überhaupt im Spiel existieren. Ich habe Swimmingpoole gesehen. Ich habe so viereckige Wasserstellen gesehen. Woher zur Hölle habt ihr das bitte? Schreibt es mir gerne in die Kommentare rein. Ich bin völlig verzweifelt. Wahrscheinlich ist das meiste davon aus dem Shop bei Dagobert gewesen, da ich halt nicht jeden Tag in den Shop reingucken kann und natürlich auch nicht möchte, weil ich habe noch sehr viele andere Sachen zu tun, um die ich mich kümmern muss jeden Tag. Ja, kriege ich halt das Angebot leider auch nicht täglich mit. Und bei meinem Glück sind genau dann, wenn ich nicht drin war, die ganzen tollen Angebote gewesen. Und eine andere Sache. Wie zur Hölle kriegt ihr diese ganzen Dekorationen mit Straßen und so weiter hin? Ich bin schon endlos lange am Farmen und dass ich schon am Aufgeben bin, weil ich einfach nicht die Zeit dafür habe, um eine lange Straße zu machen. Und da sind teilweise wirklich komplette, ja, um die Häuser rum komplette Anlagen gebaut worden mit 20.000 Straßen und Steine und ich krieg's nicht hin. Es macht mich so unfassbar traurig. Also ich kann es wirklich nicht sagen. Es macht mich so unfassbar traurig. Nein, ich muss mit dir reden, aber warum hängst du hier so blöd in der Ecke drin? Kannst du mir das mal sagen? Also, ihr merkt das schon, mit Rapunzel geht es heute weiter. Ach so, halt, stopp, bevor wir jetzt mit Rapunzel weitermachen. Ah, ich hätte es fast vergessen. Wir haben, soweit ich weiß, ich gucke nochmal eben. Genau, wir haben jetzt alles soweit freigeschaltet, bis auf die 2 Dinger hier unten. Und ich habe sage und schreibe wieder 10.000 zusammenbekommen. Das heißt, ja, zumindest den ersten Teil können wir jetzt freischalten. Du bist hier. Schön, denn uns bleibt nicht viel Zeit. Ja, mir bleibt nicht viel Zeit, das ist richtig. Aber schön, dass dir das auch aufgefallen ist, Merlin. Benutz mal die 6.000, bitte. Sehr Gott. Und da lacht er noch. Aber es war ja klar, irgendeiner macht immer eine Fotobombe oder in diesem Fall jetzt eine Videobombe. Es ist schrecklich. Schau mal eben, das sind neue Blumen hier, oder? Die kenne ich noch nicht. Oh, hallo, kleines Äffchen. Habe ich denn überhaupt was zu essen für dich? Ich hätte was zu essen. Ich könnte dich füttern. Hallo, Äffchen. Ja, ich muss dir mal eben hinterherkommen. Es tut mir leid. Also, dass ich das jetzt eben machen muss. Ich wollte mir ja eigentlich den neuen... was nimmt man da? Ab 3 kann der, ne? Ich muss mir ja eigentlich den neuen Bereich mal angucken. Das wollte ich die ganze Zeit gesagt haben. Aber dieses süße kleine Äffchen hat mich jetzt hier total durcheinander gebracht. Da habe ich mir gedacht, das muss ich natürlich da mal eben... Oh, großer Lehmkrug, okay. Mal eben füttern. Oh, was haben wir denn hier? Oh, oha. Nestlingsbirnen. Okay, ich kann wieder mehr Rezepte jetzt ausprobieren bzw. machen. Sehr, sehr geil. Was haben wir hier? Ja? Diese Ruinen sind so beeindruckend. Ich fühle mich so klein, wenn ich durchgehe. Das war meine Erinnerung, ne? Verlorenes Tagebuch eines Herrschers. Habe ich das richtig gesehen? Das ist auch irgendwie eine coole Pflanze. Das ernten wir auch direkt mal eben mit ab. Ich meine, alles, was hier drin ist, natürlich schnell abernten. Das müssten wir auch gleich mal rübersetzen. Die nehmen wir natürlich mit, damit wir dann hier auch entsprechend wieder ein bisschen Punkte reinkriegen.
Ich habe ja immer noch die Hoffnung, dass der nächste Bereich für 4.000 höchstens ist, weil dann kann ich mir den nämlich jetzt auch noch leisten. Ich bin die ganze Zeit am Überlegen, wisst ihr eigentlich, was dieses komische grüne Ding sein soll? Das erinnert mich immer so an diese Stummel, wenn man Salat gemacht hat, also wenn man einen Salat gezüchtet hat, diese Stummel, die in der Mitte übrig bleiben, wenn man geerntet hat. Ja, ich bin mir nicht sicher, ob ihr wisst, was ich meine, aber daran erinnert mich das auf jeden Fall. So, wir nehmen uns natürlich hier auch noch ein paar Sachen mit. Die Blumen und so weiter, die schnappe ich mir jetzt nur. Genau, wegen solchen Sachen. Wegen einem neuen Herstellungsrezept. Und ich bin mir jetzt ehrlich gesagt auch gar nicht mehr so richtig sicher, welche Blumen ich jetzt schon habe und welche ich nicht habe. Deswegen schnappe ich mir jetzt einfach mal alle Farben. Da unten geht es weiter. Das sind dann... Sind das dann die Ruinen da unten? Nee, das ist hier oben. Da müssen wir mal kurz gucken. Wie viel brauchen wir denn da? 10.000! Ihr seid doch dappert! Ihr seid doch total verblödet im Kopf! Nein, okay, es tut mir leid, aber hallo, 10.000 für das bisschen und 6.000 für dieses riesige hier. Ich bin so froh gewesen, dass ich jetzt so viel überhaupt wieder zusammen hatte. Und jetzt habe ich erst wieder 4.000, naja, fast 4.500. Jetzt sagen die zu mir, ich soll doch wieder mehr machen, also mehr sammeln. Ich glaube, das war keine neue Blume, aber das hier ist eine neue Blume. Hier ist ein Wasserfall, okay. Oh, was ist das denn für ein schöner Baum? Der sieht richtig gut aus. Sieht so ähnlich aus wie diese einen, die wir abernten können. Oh, Hallöchen. Einmal öffnen, bitte. Mal nur Geld drin. Und dann auch nicht besonders viel. Aber egal. Was ist mit dem hier eigentlich? Ist das im neuen Bereich auch was Neues? Oder sind das so die alten Sachen, die man schon kennt? Kupfer und so weiter. Gut, das sind die Sachen, die wir schon kennen. Hier kann man... Boah, wenn man immer sehen würde, was man hier macht. Hier kann man dann auch nochmal was angeln. Theoretischerweise könnte man sich hier ja auch einen Weg bauen, quasi mitten durch die Angelstelle, wenn das geht, ich weiß es ja nicht, um was am Wasser hinzustellen. Vielleicht werde ich alle Bösen, also alle Bösewichte von Disney, ich hoffe, du kannst werde ich nach hier verbannen. Die müssen dann im Dschungel leben. Und, ach so, ich wollte gar nicht mit Rapunzel weitermachen. Gut, dass ich sie noch nicht, oh. Es tut mir wirklich leid. Ich habe euch jetzt komplett in die Irre geführt. Aber ich hatte nämlich Gaston gelevelt. Und nein, ich möchte tatsächlich nicht mit ihm weitermachen. Aber ich habe die Hoffnung, dass wenn wir mit ihm jetzt die Quest machen, wir eventuell diesen Stand frei kriegen. Also, dass wir den bauen können. Deswegen tut es mir wirklich sehr, sehr leid. Aber... Es geht, glaube ich, nicht anders. Wie hast du dich eingelebt, Gaston? Brauchst du Hilfe bei irgendwas? Ah. Nun, ich brauche nie eine helfende Hand. Aber du könntest trotzdem eine gebrauchen. Gameplayerin, ich versichere dir, alles, was ich machen will, mache ich mit Bravour. Gelingt es dir, höflich zu sein? Es freut mich zu hören, dass du deine Zeit hier genießt. Aha. Ich mag mich hier angelebt haben, aber das heißt nicht, dass es mir gefällt. Ich muss sagen, ich bin von der Community überhaupt nicht beeindruckt. Was? Haben wir hier eine Community? Ich dachte, die haben wir nur am Bildschirm. Oh Gott, ich muss mich hier mal näher umsehen. Na klar, es gibt immer etwas zu verbessern. Gibt es etwas, das dir helfen würde, dich noch wohler zu fühlen? Auf jeden Fall. Angemessene Anbetung. Wir werden dir ein riesiges Statue hinstellen, Gaston. Mit einem Schrein, wo dich jeder anbeten kann und... Oh, verlass uns einfach bleiben. Eimerweise Lob. Und vor allem ein Ort, an dem das alles passieren kann. Ich sag doch ein Schrein. Warum bin ich nicht überrascht? Du verstehst mich also. Endlich. Ich sehe es schon vor mir. Eine rustikale Hütte. Meine neueste Beute, die über dem Feuer gebraten wird. Und ich in der Mitte zwischen meinen bewundernden Fans. Ja, ich bin mir nicht sicher, was die neueste Beute angeht, aber ich kann dir helfen, meine Hütte zu bauen. Normalerweise kümmert sich LeFou um solche Dinge. Aber da er nicht hier ist, könntest du wohl ein Ersatz für ihn sein. Wie wäre es mit Nein? Genau. Perfekt.
Ah, Begeisterung. Das ist genau das, was ich brauche. Ich habe vor langer Zeit eine Hütte in der Ödnis gebaut. Treffen wir uns dort. Ich will dir zeigen, wie es nach meiner Zeit in der Wüste aussieht. Husch, husch, ich bin fertig mit dir. Ja, ich befürchte, beziehungsweise ich weiß, dass es leider nicht so ist. Achso, halt. Wir... Ödnis. Achso, das hier oben heißt Ödnis, deswegen. Haha. Wie komme ich denn da? Ich glaube, das ist das Schnellste, ne? Eigentlich wäre es ganz gut, wenn ich das bei Gaston hinstellen würde, habe ich so das Gefühl. Weil, sind wir mal ehrlich, hier unten ist ja eigentlich nichts. Und zu Gaston müsste ich wahrscheinlich dann öfter mal hingehen. Aber egal, wir lassen das jetzt erstmal so. Ich muss da mal gucken, wo da die besten Punkte auch sind. In der Hütte. Da haben wir ja schon mal reingeguckt, da sah es ja ziemlich wild aus. Und ich denke mal, dass wir hier den Boden jetzt erstmal säubern müssen. Warte, du musst mit mir sprechen wollen. Nein, aber wir müssen leider mit dir sprechen, um hier weiterzukommen. Schau dir diesen Ort an. Es ist ein wenig renovierungsbedürftig, aber nicht so schlimm. Nein, ja gut, wir sind ja immer positiv, ne, sagen wir das mal. Genau das habe ich auch gedacht. Das wird ein bisschen Arbeit einfordern, die du natürlich wieder nicht machen willst. Normalerweise würde ich LeFou sagen, dass er die Dinge regeln soll. Aber? Gaston? Hallo? Oh, was habe ich gerade gesagt? Renovierungen. Genau. Zuerst müssen wir den ganzen Sand wegräumen und etwas mit meinem Porträt machen. Nein, das sage ich jetzt nicht, was ich denke. Es ist eine Beleidigung, dass es sich in einem solchen Zustand befindet. Versuche es mit deiner schicken Sanduhr und lass mich wissen, wenn du fertig bist. Du hilfst nicht, ne? Klar. Ausgezeichnet. Liv, ich meine Gameplayerin. Also gut, es ist an der Zeit, an die Arbeit zu gehen. Husch, husch, ich bin fertig mit dir. Mhm. Ja, mit seinem Gemälde meint er das hier hinter. Okay, ich dachte... Ah nee, es ist auch ein Gemälde von ihm, genau. Ja, dann hatte ich auf jeden Fall recht. Das Einzige, was man mit dem Gemälde machen sollte, ist es zu übermalen. Aber ich wollte es ja jetzt eigentlich nicht so sagen. Entferne die Sandhaufen. Jetzt ist die Frage, müssen wir das mit der Schaufel... Ja. Es war ganz kurz am Leuchten. Ja, wir müssen es mit der Schaufel machen. Das hatte ich mir schon fast gedacht. Und es kann wieder nicht richtig anvisiert werden. Es ist ein bisschen tricky, aber das kriegen wir hin. So, außerdem kriegen wir dadurch neuen Sand, den ich zwar für quasi gar nichts gebrauche, was ich jemals hergestellt habe, glaube ich, aber immerhin haben wir dann wieder neuen Sand. Christoph freut sich auch immer, wenn ich bei ihm Sand kaufe. Ich weiß gar nicht warum, weil, wie gesagt, ich brauche es ja eigentlich nie. Alles erledigt. Was hältst du jetzt davon? Oh nein, das ist nicht richtig. Das ist ganz und gar nicht richtig. Hey, ich habe hart gearbeitet, um das aufzuräumen. Ah. Hast du? Oh, ich nehme an, das hast du. Also, mal sehen. Ja, die ganze Hütte muss eingerichtet und sorgfältig renoviert werden. Sag mal, betreibt mein alter Freund Dagobert Duck immer noch seinen Laden? Du bist mit ihm befreundet? Ja, natürlich. Wir werden beide für unsere Gerissenheit und unsere Einstellung lass nichts unversucht bewundert. Okay. Also wenn ich daran denke, dass ich als Kind, nicht als Kind, aber dass ich vor einer Weile, da war ich noch jünger, ich weiß gar nicht, wann Rapunzel rausgekommen ist, da war ich kein Teenager mehr. Das war später auf jeden Fall. Ich hänge noch bei Rapunzel gedanklich. Die Schöne und das Biest, meine ich. Wenn ich daran denke,
dass es mich richtig gegruselt hat vor diesen Typen und der immer so abscheulich und abstoßend war und natürlich niemand mit ihm befreundet sein wollte, was sie ja auch ganz gut hier reingebracht haben. Und dass einfach so ein fauler Kerl war, der mal andere seine Arbeit machen lässt, was ja auch hier gut rüberkommt, ist diese Gerissenheit und Einstellung, lass nichts unversucht. Naja, ich denke, das ergibt Sinn. Er hat mich fasziniert, bevor ich das Tal verließ. Finanziert, nicht fasziniert. Ich bin sicher, er würde wieder in mich investieren wollen. Mhm. Ach nein, nicht wieder. Warum immer Edelsteine? Bring ihm Alexandrit, Jade und Spinell mit. Er sollte sich freuen, dieses neue Projekt zu finanzieren. Na gut, du darfst jetzt gehen. Aha. Jade, ja, Alexandrit und Spinell habe ich nicht. Das ist schon mal ein sehr, sehr schlechtes Zeichen. Es kann aber natürlich auch damit zu tun haben, habe ich Jade jetzt gerade? Ah, ja, ich habe es gerade hier bekommen. Okay, dann hoffe ich mal nicht, dass das ein schlechtes Zeichen ist. Sondern dann hoffe ich einfach mal, dass wir hier noch genug drin haben. So, und ich überhaupt noch genug Platz habe, um die Sachen da reinzutun. Also, den haben wir auch, den haben wir auch. Nachteil ist, das sind die Sachen, die von hier kommen. Und es sind Sachen, ich sehe gerade, ich muss hier so ein bisschen aufräumen. Das ist ja schlimm, das ist ja alles durcheinander. Wobei Bernstein, ich glaube, den habe ich erst hier bekommen, oder? Ich bin mir nicht so sicher. Ich möchte alle neuen Sachen eigentlich gerne nach ganz unten haben. Und ich verstehe gerade nicht, achso. Jade und glänzender Jade, okay. Ich hoffe, ich muss von allen nur eins haben. Ja, okay, perfekt. Ich muss von allen nur eins haben. Und Dagobert kommt mir gerade quasi schon entgegen. Hallöchen, Dagobert? Oder bist du jetzt gerade in dein Geschäft gegangen? Wolltest du mich mal wieder nicht sehen? Nee, hier vorne ist er. Hey, ich habe einen Job für dich. So, ich auch für dich. Bitteschön. Hallo. Diese Edelsteine sind großartig, Gameplayerin. Ah. Was bringt dich dazu, mich mit so einem wunderbaren Geschenk zu besuchen? Ich habe ein Angebot für dich. Ein Angebot? Ja, du kennst mich gut. Ich bin immer an einem neuen Angebot interessiert. Ich hing mit Gaston ab. Gaston? Uff. Ich dachte, wir wären diesen Angeber los. Hatte immer noch mehr Muskeln als Verstand. Das ist auch eine Art, ihn zu beschreiben. Während seiner Zeit in der Wüste ist er etwas gewachsen. Nee, wir sagen einfach ja. Wenigstens ist er da draußen nicht zu Schaden gekommen. Was will Gaston eigentlich? Wir versuchen, seine Hütte zu reparieren. Ich habe es geschafft, einen Teil davon zu restaurieren. Naja, sauber machen ist eher richtig. Aber der Innenraum ist ziemlich leer. Könntest du mir helfen? Nun, da du mir ein so wundervolles Geschenk mitgebracht hast, kann ich dir wohl helfen, dich zu versorgen. Ich glaube, ich habe doch ein paar Möbel im Lager, die zu Gastons einzigartigen Geschmack passen würden. Super. Mit diesen Edelsteinen bekommst du eine ganze Menge. Aber der Rest ist nicht umsonst. Schließlich habe ich ein Geschäft zu führen. Was würdest du dir für sie wünschen? Ein Anteil an den Gewinn. 50% scheint gerecht zu sein. Wie wäre es mit 25? Ja, in welchen Gewinn? Das ist jetzt die Frage, ne? Wie wäre es mit 25? Du bist eine harte Verhandlungspartnerin. Aber ich kann diese Bedingungen akzeptieren. Ach, bin ich gut. Super. Aber wenn du versuchst, die gleiche Hütte wiederherzustellen, an die ich mich erinnere, möglicherweise brauchst du mehr als nur Möbel, um sie wieder in ihren ursprünglichen Zustand zu versetzen. Das ist wahr, von außen fällt sie immer noch auseinander. Keine Angst, du solltest in der Lage sein, die Materialien zu sammeln, die du für die Renovierung brauchst. Auf der Insel solltest du Glas der Oase, Tropenholz und Kupfer finden, um die Hütte in Ordnung zu bringen. Glas der Oase sind doch hoffentlich die bunten Steine, oder? Bitte sehr. Gastons Geweihstuhl und eine Kiste mit Möbeln. Freundlichen Dank. Ja, ich bedanke mich auch irgendwie.
Okay, also wir gehen mal rein. Truppenholz sollte hoffentlich kein Problem sein. Ich glaube, da habe ich sogar zwei Stapel von. Glas der Oase ist hoffentlich das hier draußen. Davon bräuchte ich dann 10. Ja. Okay, perfekt. Perfekt. Die habe ich nämlich zwischendurch immer mal wieder gesammelt. Nein, so. Immer mal wieder gesammelt in der Hoffnung, dass ich... Das ist eine Hoffnung, ne? In dem Glauben, dass ich die irgendwann auf jeden Fall nochmal brauchen werde. Das ist alles auf der zweiten Etage. Reden und überlegen, wo die Sachen sind, ist gleichzeitig immer ein bisschen kompliziert. Jetzt habe ich es vergessen. Moment. Tropenholz sind 15, die ich brauche. Das heißt... Zack, wo habe ich das? Ach so, da oben. Och, ich wollte gerade schon sagen. So, Moment. Ein Kupfer haben wir jetzt. Wir brauchen aber 15. Das heißt, uns fehlen noch 14 Kupfer. Oh. Guck mal. Da. Nein. Oh. Wieso drücke ich immer die falsche Taste? Ich will links drücken, drück rechts. Ich will rechts drücken, drück links. Es ist zum Mäusemelken, ehrlich. So, jetzt haben wir aber alles. Wenn wir jetzt aber schon mal hier sind... Achso, den Sand können wir auch direkt schon mal wegtun. Zack. Und Kohle. Haben wir ja sowieso immer genug von. Weil irgendwie Kohle findet man immer und überall. Also das ist Wahnsinn. Holz haben wir ja auch noch ein bisschen eingesammelt. Das können wir auch direkt mit wegtun. Dann tue ich die Blumen noch weg und dann passt das schon. Also dann habe ich wieder ein bisschen Platz, mit anderen Worten. So, das war, genau, das war diese Dings, nee, das war noch eine Blume, dieses Gewürz, so, Mann, manchmal komme ich aber auf die einfachsten Wörter nicht mehr. So, Gaston, bist du immer noch oben an deinem Haus? Ja, aber du rennst gerade schon von mir weg, das finde ich nicht nett. Bewegt es? Ne, jetzt bleibt er da stehen, oder was? Oh. Dein Ernst jetzt? Aber trotzdem führen die mich nach oben. Hallöchen, Schlange. Ich hab dich gesehen. Ich möchte dich gerne füttern. Es tut mir auch leid, wenn ich das jetzt hier mittendrin mache, aber gerade die Schlangen, bin ich ganz ehrlich, die sehe ich so selten. Weil ich anscheinend immer zur falschen Uhrzeit komme, oder was? Ich weiß es nicht genau. Ja, ich habe euch das ja schon mal erklärt, bei den Schlangen immer einen Schritt weiter gehen, wenn der Kopf unten ist. Und dann, wenn der Kopf oben ist, immer auf jeden Fall stehen bleiben. Die ist irgendwie so richtig niedlich, so eine rosane Schlange. Eier, genau. Ihr isst Eier. Ich weiß, das ist deine Leibspeise. Greif ruhig zu. Ich hatte heute auch Ei zum, also Spiegelei zum Abendessen. Dankeschön, Dankeschön. Was haben wir denn heute bekommen? Oh, was ist das denn hier eigentlich? Nestbirne. So sehen die Dinger aus. Das ist ja cool. Okay, dann noch ein Päckchen. Ein Motiv. Achso, gelb. Gelb waren die Motive. Oh, genau, und dann gibt es ja noch blau und rosa. Genau, das war das. Nee, ich kann jetzt gerade nicht. Ich wollte schon fast Ariel sagen. Ich kann jetzt gerade nicht Rapunzel. Ich muss gerade hier mit unser aller Erzfeind mal eben Wörtchen reden. Wo ist er denn jetzt? Führst du mich jetzt nach unten oder zum Haus? Na, er ist doch nicht zurückgekommen. Ich dachte gerade schon, weil das gerade aufhörte. Du da! Wir müssen reden! Ja. Müssen ist das richtige Wort. Also es tut mir wirklich leid, aber ich habe tatsächlich gegenüber niemandem so eine extreme Abneigung wie gegen Gaston. Der verkörpert dieses Inbild an Personen, die ich einfach stehen lassen würde und weitergehen würde. Ganz ehrlich. Ey, selbst Ursula hat noch irgendwo etwas, was einen ja interessiert, sage ich mal. Also klar, sie ist böse und alles, aber sie hat noch, sie ist noch intelligent und so dabei. Aber der hat ja gar nichts. Oh, Gameplayerin, du bist wieder da. Ich war schon gut. Ich habe mir überhaupt keine Sorgen gemacht. Du warst besorgt? Was? Nein, das war ich nicht. Ich habe keine Sekunde daran gedacht, dass du nicht zurückkehren konntest.
Ja, gut, ich kann das verstehen. Die meisten Leute haben wahrscheinlich gesagt, ich bin mal kurz Zigaretten holen, ich sehe dich danach wieder, Gaston, und sind dann nie wiedergekommen. Oh, Gaston, hat dich meine Abwesenheit an Le Fou erinnert? Nein. Aber wenn dann nur, weil ich ein hervorragender Anführer bin, dem man folgen kann, und nicht, weil ich jemanden vermisse. Okay, weiter geht's. Ja, gute Idee. Also, ich sehe, du hast Vorräte von Herrn Duck bekommen. Ja, er will aber einen Anteil an den Gewinnen der Hütte. Gewinne? Hm. Du weißt schon, das Geld, das nach den Ausgaben übrig bleibt. Die Hütte ist ein Ort, an dem ich mich entspannen kann und an dem andere mich schätzen. Nicht um Geld auszugeben, Gameplayerin. Nun, Dagobert wird darüber nicht glücklich sein. Er erwartet 25% des Gewinns. Er wollte 50%, aber ich konnte ihn auf 25% herunterhandeln. Gut gemacht, Gameplayerin. Ich glaube, ein Anteil von 0 ist immer noch 0, oder? Weißt du was? Na gut, es ist Dagoberts Schuld, dass er nicht nach einem Geschäftsplan gefragt hat. Lass uns die Dinge in Ordnung bringen. Wunderbar. Beginne beim Schild von Dagobert vor der Hütte. Da fühlt man sich so verarscht irgendwie. Also man läuft hier dreimal dran vorbei, hofft die ganze Zeit, dass ein Schild kommt und da ist keins. Und dann sagt er, beginn mal beim Schild. Und dann ist das Schild da. Das geht auf keinen Fall. Wow, ich hätte nicht erwartet, dass du hier auftauchst. Normalerweise kümmert sich Dagobert um die Renovierung von Gebäuden. Gut, dass ich es bin und nicht Dagobert. Er ist nicht gerade ein bulliger Typ. Jetzt aber ran an die Arbeit. Schon dabei. Und schon sind wir hier verdreht. Und ich kann es nicht richtig drehen. Ja, super. So, das war's. Es nimmt jetzt langsam Form an. Lass uns reingehen, damit du bewundern kannst, dass ich auch ein fähiger Dekorateur bin. Na gut, du darfst jetzt gehen. Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, darfst du mich natürlich auch gerne abonnieren.